Der graue Nebel zieht vorüber. Wir gesprochen. Darauf haben wir. Nur mit Bauhaus startest du die Gartensaison mit herrlichen Sommerblumen, tollen Pflanzen, Sommermöbeln, Grills und Gartengeräten. Denn der Bauhaus-Gartenverkauf ist für alle Kunden geöffnet, auch ohne Test. Viele weitere Produkte kannst du online reservieren und im Bauhaus-Fachzentrum abholen. Denn deine schönsten Ideen sind es, die dein Heim ausmachen. Für dich mit uns gemeinsam stark. Alle Infos über die aktuellen Einkaufsmöglichkeiten für alle Kunden unter www.bauhaus.info. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Mit Tokoradio am Freitag und am Weltraumtag. Zur Feier des Tages beantworten wir ja noch eine Weltraumfrage von Mika, 10 Jahre aus Köln. Wenn ich jetzt 10 Jahre alt bin, wann kann ich Astronaut werden? Das ist wirklich eine gute Frage, Mika. Die kann er am allerbesten beantworten, Tobi Bohnhardt. Er arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und ist unser Weltraumexperte. Tobi, wann kann man denn Astronautin werden? Zunächst musst du die Schule beenden und Abitur machen. Das dauert ungefähr 9 Jahre. Dann musst du mindestens 5 Jahre studieren. Da sind wir schon bei 14 Jahren. Dann musst du noch ein paar Jahre, sagen wir 4, Berufserfahrung sammeln. Dann sind wir schon bei 18 Jahren. Naja, und dann kann die Ausbildung zur Astronautin oder zum Astronauten beginnen. Und die dauert aber auch nochmal 4 Jahre, bis man dann ins All fliegt. Insgesamt dauert es also noch 22 Jahre und dann wirst du ins All fliegen. Boah, das dauert echt ziemlich lange. Wie kann man sich denn jetzt schon mal vorbereiten? Also hast du irgendwelche Tipps, was in der Schule besonders wichtig ist, um später Astronautin zu werden? Man braucht schon gute Noten in der Schule. Es sind aber Fächer wichtig, die ihr eventuell heute noch gar nicht habt. Dazu gehören zum Beispiel die Naturwissenschaften, das heißt Biologie, Chemie und Physik. Aber auch Mathematik und Fremdsprachen wie Englisch sind sehr, sehr wichtig. Thank you, Tobi. Ja, dankeschön, Tobi. Hier bei Tokoradio geht es natürlich auch noch weiter mit dem Weltraumtag. Wir sprechen darüber, wie WissenschaftlerInnen einen Aufzug bauen.